Das ist ein Waldkauz, ein Ästling, also kein Nestling, da muss man schon deutlich unterscheiden. Das heißt, er ist nicht mehr in der Baumhöhle, wo er geschützt war und von den Eltern gefüttert wurde, sondern ein Ästling sitzt auf einem Ast und wird von außerhalb von den Eltern gefüttert. Hat ein Herr angerufen, der gesagt hat, die haben eine Lieferung mit Kies bekommen von einem Hubschrauber aus. Und dann ist er aus irgendeiner Baumkrone runtergefallen und hat sich halt Sorgen gemacht, dass er nicht weiter versorgt wird und hat uns eben angerufen. Die haben sie ganz fachmännisch in einem Karton gebracht mit ein bisschen Einstreu drinnen und so wurde er uns gebracht. Also die haben Decke drüber geschmissen und ihn in diesen Karton gepackt. Die Hauptnahrung sind kleine Beutetiere, kleine Säuger, hauptsächlich Mäuse in der Natur. Wenn sie keine Mäuse haben, dann fressen sie auch gelegentlich Singvögel. Bei mir bekommen sie auch, oder bekommt der kleine Waldkauz auf jeden Fall auch Mäuse aus der Tiefkühltruhe zum Glück. Also ich muss sie nicht selber erlegen, aber auch das ist eine Überwindung, definitiv. Natürlich versuche ich, er ist erst seit einem Tag bei uns, ich versuche heute Abend auf jeden Fall nochmal zu der Fundstelle zurückzugehen, vielleicht auch die nächsten 2, 3 Tage, um zu schauen, ob die Elterntiere irgendwo in der Nähe sind. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn zurückzusetzen, werde ich es auf jeden Fall machen. Man muss aufpassen, definitiv. Bei dieser Fundstelle war es jetzt so, dass keine Elterntiere vor Ort waren, die den Finder hätten attackieren können. Aber Waldkäuze verteidigen definitiv seine Brut und zwar sehr vehement. Die kommen von hinten an und gehen dann schon einen an. Also auch können schon auch Verletzungen verursachen, einfach beim Finder. Also nicht hochnehmen, sondern einfach sitzen lassen, beobachten oder wenn man sieht, er ist hilflos am Boden, dann einfach ein Stückchen höher setzen. Obwohl er so flauschig und hilflos aussieht, ist es trotzdem schon ein Ästling und wird außerhalb weitergefüttert. Also sind die Krallen definitiv der Greif. Wenn man da den Finger dazwischen hat, dann bohrt er den einfach mal eben durch. Die haben unheimliche Kraft und das ist auch denen ihr Werkzeug, mit denen die Beute töten. Einfach wegen seinem ganzen Aussehen, man sieht so einen Waldkauz nicht jeden Tag, weil er eben dämmerungs- und nachtaktiv ist. Und wenn man mal so einen kleinen Kauz bei sich hat, dann will ihn jeder sehen, ganz klar.